können wir jetzt wieder versuchen, das Schmuckkästchen zu erobern? Nein. Wir kommen nicht mehr ins Schmuckkästchen. Hab ich irgendwann den Schlüssel übersehen? Aber ich bin noch alles abgelaufen. Wäre der im Wald gewesen irgendwo vielleicht? Ich meine, wir haben die Schwester aus dem Wasser gezogen, eventuell. Die Gewalt gegen Zivilisten in La Romula nimmt nicht ab. So. Und wieder einmal ist die Familie von General K. unter Beschuss geraten. Nach dem grausamen Mord an Julia K. ist nun auch das Leben ihrer Schwester Martha in Gefahr. Der Schuss in ihren Rücken hätte sie töten können. Nur der Gnade Gottes ist es zu verdanken, dass das Mädchen noch lebt. Das antifaschistische politische Motiv scheint derzeit der einzige Grund für diese feige Tat zu sein. Die neuseeländischen Truppen rücken langsam vor. Nach der Schlacht von Poggibonsi am 18. sind sie noch weit von Tavanelle Valdipesa entfernt. Der deutsche Widerstand auf den toskanischen Hügeln hat den Angreifern viel abverlangt. Der muss doch nicht so schreien, Mann. Dadurch werden die Nachrichten auch nicht besser. So, wird noch eine Sache. Mit ein bisschen Musik. Oh. 19. Juli. Oh Gott. Ich habe die Kameras vom See eingesammelt und mir eingeredet, dass ich es war, die Martha verletzt hatte. So sehr, dass ich auf dem Heimweg mit den Filmrollen im Gepäck noch einen schrecklichen Traum hatte. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, schlafen gegangen zu sein. Gleich nach dem Aufwachen habe ich den Film entwickelt. Die Fotos konnten bestätigen, dass meine Erinnerung an diese Nacht richtig war. Das war eine ganz schöne Erleichterung. Ich habe beschlossen, zurück zum See zu gehen, um zu versuchen, mit der weißen Frau zu sprechen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich bekomme den Gedanken nicht aus dem Kopf. Ich muss wissen, was mit Martha passiert ist. Also muss ich jeden möglichen Weg verfolgen, auch den des Wahnsinns. Das ist ja eine gute Idee. Warum nicht den Weg des Wahnsinns verfolgen? Auch das, ehrlich gesagt, zieht sich durchs Leben. Ich glaube übrigens, ganz kurz, ich denke oft über Schmuckkästchen nach. Das hier war unseres, ne? Wir sind ja eigentlich sie. Wir müssen hier rein. In dieses Schmuckkästchen müssen wir. Nicht hier. Hier waren wir schon drin. Das haben wir schon abgefrühstückt. Jetzt müssen wir nur noch hier rein. Ich weiß aber nicht wie. Da müssen wir rein. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin. So, warte. Ich schau mal ganz kurz hier. Ah, neuer Film. Wenn es draußen nicht zu sonnig ist, funktioniert der 200 ISO-Film gut. Dann hier nochmal, kurz gucken. Fremde Briefe lesen. Natürlich. General Erich K. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten von Frauen. Deutsches Kommando von San Vincenzo a Torre. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon, dieses Verhalten von Frauen. Das ist einfach immer... So, ist die Mutter weitergekommen? Ich glaube, die Mutter hat noch ein bisschen ausgemalt, ne? Ich glaube, die Mutter hat noch ein bisschen dieses fröhliche, lebensbejahende Bild. Ganz ehrlich, bei der Aussicht fällt mir auch nur sowas ein hier. So. Ich muss mal kurz gucken, wie ist das Verhalten von Frauen aktuell? Gehofft, aber... Na gut. So. Schnell mal hier gucken. Die schlafen nicht, ne? Kann ich wieder was klauen oder mitnehmen oder irgendwas? Ja, ist hier knarzt. Die hören doch, dass ich hier oben bin, so wie das knarzt. So, hier ist nichts Neues mehr, ne? Okay. Okay, okay. So. Nee, hier kann keine Frau sein. Frauen interessieren sich nicht für Games. Das weiß man doch. So. Na. Und einmal auf. So. Hier kommen wir immer noch nicht rein. Wir brauchen den Schlüssel mit dem rosa Schlüsselring. Wir lesen Zeitung. Das machen wir auf jeden Fall. Erstmal wieder alles durchlesen und es wird furchtbar sein. Versuchter Mord in La Romola. Hm. Nach dem Mord an Julia K. ist heute ihre Zwillingsschwester das Opfer eines weiteren Mordversuchs geworden. Der Zustand des jungen Mädchens, das von den deutschen Truppen gefunden wurde, bietet keinen Grund zur Sorge.
Das politische Motiv dahinter wird immer deutlicher. Ja, ich glaube, das war's. So war das nicht. Nein. Das ist alles falsch. Mama hat mich gefunden. Die deutschen Soldaten haben auf mich geschossen. Ich sage am besten gar nichts. Die Wahrheit glaubt sowieso niemand. Sie können es eigentlich aufschreiben, oder? Neue Verordnung. Verbot der Benutzung von Fahrrädern. Was? In den letzten Tagen haben Radfahrer wieder einmal auf Angehörige der italienischen Streitkräfte und auf Zivilisten auf der Straße geschossen. Typisch Radfahrer. Die Zuwiderhandelnden werden nach dem deutschen Strafrecht bestraft. Radfahrer, ganz ehrlich. Ne? Was soll ich dazu noch sagen? Richtige Mafia, diese Radfahrer. Auch in Florenz wird der Krieg spürbar. Die Vorräte gehen langsam zur Neige. Das Brot hält möglicherweise nur noch ein paar Tage. Die Preise steigen dramatisch. Fleisch ist nun für 100 bis 140 Lira pro Kilo zu haben. Das Gas wurde gekappt und es gibt keine Kohle mehr. Nun. Die Schlacht in der Toskana. Deutsche Operationen in der Umgebung von Livorno. Extrem heftige Kämpfe in den Straßen der Stadt. Okay, haben wir alles gelesen. Das auch in Florenz. Okay, haben wir alles gelesen, ne? Okay. Drive-by auf dem Rad. So kennt man es eben. Ich sollte den Hörer abnehmen, aber schweigen. Wenn ich den Anrufer zuerst sprechen lasse, finde ich heraus, wer es ist. Komme! Warte. Hallo? Hören Sie mich? Ist da jemand? Herr Erich? Nanni. Das ist Nanni. Ihr kann ich mich anvertrauen. Nanni? Hallo? Ich bin's. Was? Hallo? Oh Gott, ich glaube, ich träume. Nein, Nanni, du träumst nicht. Ich bin es wirklich. Julia. Ach, du lieber Gott. Julia, mein kleiner Spatz. Wie wundervoll. Du, tut mir leid, aber ich dachte, du wärst tot. Ich habe deine Leiche gesehen. Es macht mich so glücklich, dass... Könntest du mir erklären, was hier los ist, mein kleiner Spatz? Ja, das ist... Ich erzählte Nanni alles, was vorgefallen war. Sie war natürlich traurig wegen Martha. Aber gleichzeitig auch sehr glücklich. Ich war diejenige, zu der sie eine besondere Bindung hatte. Ich erklärte ihr, dass ich versuchen wollte, die weiße Frau zu treffen. Auch wenn es eine verrückte Idee war. Aber sie hielt mich nicht für verrückt. Ganz im Gegenteil. Sie erklärte mir, was ich tun musste, um sie zu treffen. Es war ziemlich kompliziert. Ich notierte alles sorgfältig in meinem Tagebuch. Wer weiß, vielleicht tat sie es nur, um mich zu beschäftigen, während sie überlegte, was sie mit mir machen und wen sie warnen soll. Das werde ich allerdings nie erfahren, denn am selben Tag wurde die Villa von einer Bombe getroffen und Nanni starb. Sie starben alle. Wir hätten in diesem Haus sein sollen. Aber stattdessen... Arme Nanni. Mach's gut, Nanni. Ich hab dich lieb. Mach's gut, mein Schatz. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Pass auf dich auf, mein kleiner Spatz. Die letzten Worte. Oh Gott, ist das furchtbar. Ab sofort kannst du das Telefon benutzen. Oh, ist das alles furchtbar. Ja, Stimmung! Mach's gut, mein kleiner Spatz. Ja... Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt telefonieren gleich. Sowieso nochmal. Wir müssen das Telefon auch benutzen. Wo ist denn der Sarg? Oh, was ist denn hier? Martha wurde für ihre Beerdigung in die Kapelle gebracht. Ich möchte mich allein von ihr verabschieden, bevor alle ankommen. Okay, das müssen wir auch noch machen. In die Kapelle.
Wir könnten anrufen. Ich weiß nicht, was wir zuerst machen. Die Zeitung lesen wir brav. Die weiße Dame liest das Tagebuch. Aber haben wir doch gemacht. Der Geist der weißen Dame lebt im See. Nanny hat mir ihre Geschichte immer vor dem Einschlafen erzählt. Könnte da was dran sein? Lies das Tagebuch. Aber unser Tagebuch oder jemandes Tagebuch? Mein fröhliches Zimmer. Finde die Schlüssel. Die brauchen wir noch. Das Fahrrad. Finde eine Pumpe. Ein letzter Abschied. Karte ansehen. Nummer 6934. 6934, Telefonnummer, das Telefon. 6934 steht da gar nicht. Wir machen mal 6934, ja? So. Gibt ja keine Wahrwiederholung. 6. 9. 3. Gott. Bin ich froh, dass es keine Wählscheiben mehr gibt. Andererseits auch cool. Aber irgendwie kacke. Warte. Ich telefoniere kurz. Du hast diese Nummer angerufen. Verdammt, dann muss Lapo tot sein. Ruhe in Frieden, stolzer Kamerad. Ja. Lapo ist tot. Ich bin Ju... Nein, nein, nicht reden. Wir müssen nicht wissen, wer du bist. Wenn du diese Nummer anrufst, bedeutet das, dass Lapo möchte, dass du seine Arbeit erledigst. Ein Telefonkabel in der Nähe des Hauses des deutschen Generals Erich K. muss gekappt werden. Eines führt zum Haus. Aber es gibt noch ein weiteres Kabel, von dem wir vermuten, dass es mit einer geheimen Basis verbunden ist. Und genau das muss abgeschnitten werden. Wenn du deutsche Fahrzeuge in der Nähe siehst, gib uns sofort Bescheid. Wir werden unter dieser Rufnummer nicht mehr erreichbar sein. Sie kann nur einmalig verwendet werden. Der Telegraph sollte sicherer sein. Frequenz X, telegrafiere vor der Nachricht, die Stadt brennt, um dich zu identifizieren. Lang lebe das Vaterland! Lang lebe die Befreiung! Soll ich das Kabel sabotieren und zum Spion werden? Ich weiß nicht. Mein Vater ist Deutscher. Ich würde ihn damit verraten. Obwohl er selbst den Krieg hasst. Aber was ist mit Lapo passiert? Und diese Typen? Wenn ich das Leben von jemandem retten kann, sollte ich es vielleicht versuchen. Oder vielleicht kann ich mit Papa darüber reden. Er kann mir bestimmt einen Rat geben, was ich tun soll. Ich habe von all dem überhaupt keine Ahnung. Was hast du dir dabei gedacht, Lapo? Den Partisanen helfen, Papa den Plan verraten. Tut mir leid, ich weiß, ja, unser Vater liebt uns und alles. Aber ich kann, das geht nicht, ne? Ja, der Papa ist Erich K. Der Papa ist Erich. Der Papa ist Nazi. Also helfen wir den Nazis oder den Partisanen? Es tut mir echt leid. Ich weiß, storymäßig müsste ich jetzt lange überlegen. Aber ich sag das nicht dem Papa. Ich sag das nicht dem Vater. Was ist denn mit euch? Kann ich nicht machen. Papa? Sagt niemand, dass der Paar freiwillig an mir ist. Ja, aber Papa... Kann ich dein geheimes Telefonkabel zum Bunker oder wo auch immer durchschneiden? Wird es gehen? Und vor allen Dingen, wie können wir dem Vater den Plan verraten, wenn wir taubstumm sind? Na gut, aufschreiben vielleicht, ne? Eventuell aufschreiben. Okay, Voting für den Chat. Wir machen jetzt ein Voting. Au, au. Wir machen kurz ein... Könnten vielleicht die Mods, also Lynn, könntest du vielleicht kurz ein Voting machen? Okay. Also, ich habe den Chat entscheiden lassen in einer Umfrage. Es steht eigentlich 50-50, was ich ganz... Ich persönlich finde das furchtbar, ja? Und gewonnen hat mit 1079 Stimmen gegen 1075. Vier Stimmen mehr. Papa den Plan verraten. Papa dem Nazi-General den Plan der Partisanen verraten. Ich weiß nicht, was bei euch los ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, was bei euch los ist. Ja, ihr denkt, das ist der nette Bonbon-Papa oder so? Oder das ist so ein Lieber? Ich weiß es nicht. Ich halte das für die falsche Entscheidung, aber ich halte mich jetzt an die Umfrage.
Ich mache das jetzt nicht antidemokratisch. So, Papa den Plan verraten. Ich beschloss, meinem Vater alles zu erzählen. Ich liebte ihn so sehr, dass ich kein Spion werden konnte. Ich verstand nichts von all diesen Dingen. Ich hätte gehandelt, ohne zu wissen, was ich da tue. Mein Vater sagte mir, ich solle ihren Aufforderungen zustimmen und ihm alles berichten. Er wollte mich bloß nicht in Schwierigkeiten sehen, wie alle Väter. Zum Zerschneiden des Kabels brauche ich eine scharfe Schere. Eine Schneiderschere sollte ausreichen. Ihr wisst, was ihr getan habt, ne? Ihr wisst, was ihr getan habt. Und mehr nicht? Wir sollen ihm alles berichten, Leute. Der wird die Partisanen ausheben. Der wird die alle umbringen. Das ist euch klar, ne? Mit gefundenen Telefonnummern. Ja, das haben wir doch. Aber die Frage, hat der Vater sich nicht gewundert? Hat der Vater... Ich meine, wir haben doch Das passt aber nicht zusammen damit, dass wir taubstumm sind. Wie können wir das denn dem Vater gesagt haben überhaupt? Ich erzählte es meinem Vater und er sagte, okay, gut. Schön, dass du redest. Aber es ist mir egal, ich ignoriere diesen Fakt. Ja, naja, mal gucken. Schauen wir mal. Oh. Dann ist denn jetzt aber auch. Was ist denn mit diesem... Der arme Kleine. Er ist tot. Armer kleiner Kerl. Sein Platz ist an Marthas Seite. Ist das der Vogel, den wir fotografiert hatten? Nanni nennt mich immer kleiner Spatz. Das ist der Teil von mir, der mit Martha gestorben ist. Er wird sicher sein bei ihr. Ich gehe jetzt mal ein bisschen spazieren. Mit einem toten Vogel in der Hand, weil ich einfach total sane bin. So. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Das war der Vogel, der fotografiert hat. So. Die Natur findet immer einen Weg, Leute. So, guck mal hier. Guck mal. Nein? Kleines Vögelchen? Bisschen Snack. Oh gut. Vielleicht. So. Kleine Mund-zu-Schnabel-Beatmung. Na gut, ich bring den wieder zurück. Komm, ich mach keine Dünigen mehr. Ich bring den jetzt zurück. So, wir haben kein Foto von einer Kuh. Ja, das ist richtig. Weißt du was? Ach nee, ich kann kein Foto machen, weil ich gerade einen Vogel in der Hand habe. Ich wollte gerade ein Foto von der Kuh mit dem Vogel machen. So Best Rants Forever oder so. Aber, naja. Dann gehe ich mal wieder spazieren. So. Ist hier hinten eigentlich eine Fahrradpumpe? Hier waren wir noch gar nicht, ne? Wir müssen uns ein bisschen besser umschauen mal. Aber hier ist nichts. Wir brauchen immer noch diese Fahrradpumpe. So. McChicken und McRib nenne ich das Poto dann. Okay. Wesley Crusher, okay. Kenne ich alle nicht. So, warte, ich pack nochmal schnell hier den Vogel. Ich tu mal die beiden Leichen zusammen, weil offenbar gehören Leichen ja einfach zusammen. Okay.
Hier, Martha, mein Herz. Behalte ihn. Ich fange an zu verstehen, wie schmerzhaft dein Zustand gewesen sein muss. Nicht mit anderen kommunizieren zu können, ist wirklich eine Qual. Ich habe dich beneidet, weil ich nicht sah, wie du leidest. Ich habe deinen Mut nicht verstanden. Ich vermisse dich so sehr, Martha. Ich bin nicht würdig, deine Kleider zu tragen. Ja, aber sie mit dem Bäumchen wechselt dich angefangen, ne, wenn wir mal ehrlich sind. So, oh, Tagebuch nochmal, kurz, warte. Jetzt weiß ich, wie ich die weiße Frau treffen kann. Nanny hat mir alles erklärt. Ich muss versuchen, sie früh am Morgen zu treffen, wenn es neblig ist. Sonst war alles umsonst. So heißt es in der Legende. Das hier muss ich also tun. Erstens, ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschwören, indem ich sie in Kontakt mit ihrem Liebhaber bringe. Um das zu tun, muss man laut Nanny das Grab des Geliebten im Wald suchen. Papa hat immer gesagt, dass Infrarotfotos etwas sichtbar machen, was das bloße Auge nicht sehen kann. Vielleicht sehen sie dann auch Geister. Daran wäre jetzt nichts Seltsames, wenn man bedenkt, dass ich doch versuche, einen zu kontaktieren. Verrückt. Zweitens, ein Teil von mir muss ihre Welt betreten. Eine Haarlocke sollte reichen. Ich brauche also eine Schere, um welche abzuschneiden. Drittens, ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Ich weiß noch nicht, was ich dafür tun muss. Hoffentlich fällt mir irgendwas ein, wenn ich es am wenigsten erwarte. Viertens, um mit ihr zu kommunizieren, muss ich meine Tarotkarten benutzen. Ich werde die weiße Frau auf der Insel treffen, auf der ihr Geliebter hingerichtet wurde. Klingt nach einem astreinen Plan. Verrückt. 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 Synchro ist mega. Liebe die Synchro, wirklich. Die ist so toll geworden. So, warte. So, dann will ich nochmal ganz kurz die, so, ne, oder? Ich mach nochmal ein schönes Foto von der Schwester. Der Rabe macht einen Riesenaufstand. Will ich das da im Hintergrund haben? Das ist irgendwie so, ne, komm, dieses Bild der Schwester, das Bild im Hintergrund ignoriere ich jetzt einfach mal. Vielleicht ist es derselbe Rabe, der den armen Spatz getötet hat. Natürlich ist er das. Warte doch mal ganz kurz, du machst ein Bild von deiner Schwester gerade. Toter wird jetzt auch nicht mehr. So. Ich hasse Mobbing. Doch es schien fast so, als wollte der Rabe den kleinen Vogel wieder zum Leben erwecken. Mobbing? Will er ihn nochmal töten, oder was? Ich töte dich 1000 Mal. Ja, eher so. Sehr gut. So, ne? Ein bisschen schummrig, nicht zu hell. So, soll ich hier vielleicht nochmal eine schöne Makroaufnahme? Oder hier Infrarot? So, hier Makroobjektiv, okay. Nice. Ah, okay, sehr cool. Vielleicht nur, damit er ihn wieder töten kann. Oh, das ist aber schön. Nützlich bei Kunstlicht. Das wäre angemessen. Okay, ich lass mal vielleicht, welches ist denn hier die normale? Infrarotfilm? Nein, welches war denn die normale Linse? War das diese hier? Aber dann ist die verzogen, ne? War keine Absicht vom Raben. Meinst du, aber der hat den doch angepickt. Der hat den doch angepickt, der Rabe. So, okay, warte, nochmal Control. Dann nochmal so. So, ne? Ich glaube, das ist ein schönes Foto. Geschmackvoll. So, Rotation, lasse ich alles. Ich mache jetzt einfach ein Foto. Auch wenn es nicht zum Spiel gehört, aber... So. Von Schwesterherz. Gut, warte. Weihwasser. Es ist nur Wasser und doch hat es etwas Besonderes an sich. Mhm. Es ist noch nicht von Nestle gekauft. Noch. So. Gemeinde San Casciano, Provinz Florenz, Sterbeurkunde. Aus dem Register der Sterbeurkunden der Gemeinde Nummer 174, Teil 3,
Serie 12 des Jahres 1944. Es wird an diesem 16. Juli des Jahres 1944 der Tod von Julia K. bescheinigt. Bewohnerin von Via Percebaya, geboren am 26. Februar 1923 in La Romola und Tochter von General Erich K. und Irene K. Don Attilio D. wird die Beerdigung abhalten und der geschätzte Herr Alberto M. wird sich um die Beisetzung auf dem Friedhof von La Romola kümmern. Telefonnummer 6537. Die brauchen wir. Öffentlicher Staatsdienst. General Galeazzo T. Die Nummer müssen wir bestimmt anrufen. So, hier. Cor unum et anima una. Weiß nicht, was das heißt. Ich lese nur gerne vor. Okay.